So, schönen guten Abend an alle. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ansonsten kurzes Feedback bitte in den Chat. Natürlich bin ich wieder die Elena von Tickmill. Heute Abend habe ich wieder glücklicherweise den Dirk dabei. Und wie man sich's vorstellen kann, wie geht es auch anders? Thema ist natürlich wieder der Stereo-Trader. Heute Abend besprechen wir Trailing Stops und andere Exit-Automatismen. Und bevor wir loslegen, müssen wir natürlich kurz über den Risikohinweis. Ich lese den mal geschwind vor. Falls es Fragen dazu geben sollte, einfach bitte in den Chat schreiben. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor Sie mit dem Live-Trading beginnen, sollten Sie Ihre finanziellen Umstände, Risikoeignung, Erfahrungsstand und Handelsziele sorgfältig prüfen. Die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handel dar. Sie dienen ausschließlich informellen Zwecken sowie der Veranschaulichung und Weiterbildung. Darüber hinaus muss die Meinung der Moderatoren nicht zwingend die Meinung von Tickmill darstellen. Die Präsentation wurde nach bestem Wissen vorbereitet, jedoch sind Ungenauigkeiten oder eventuelle Fehler in den Unterlagen möglich, wofür weder Tickmill noch der Moderator die Haftung unternimmt. Huff, jetzt muss ich erstmal verschnaufen. Dirk, schönen guten Abend. So, wenn man das Mikro Dirk? einschaltet, funktioniert es auch. Ja, hallo. Super, ich switch mal kurz den Bildschirm rüber. Ja, so, dann sage ich auch schon mal einen wunderschönen guten Abend hier von meiner Seite, während ich hier nebenbei meinen Bildschirm versuche darzustellen, was aber jetzt eigentlich funktionieren müsste. Also, hallo und herzlich willkommen. Fantastisch. Mein Name ist Dirk Hilger. Die Elena hat mich ja gerade schon kurz vorgestellt. Ich denke mal, der ein oder andere, der dabei ist, weiß auch mittlerweile, wer ich bin. Und heute geht es, wie die Elena auch schon gesagt hat, um das Thema Exit-Automation mit dem Stereo-Trader. Da steigen wir auch gleich ein. Ich zeige noch mal ganz kurz das Beispiel, was ich auch in dem ersten Webinar gezeigt habe zum Thema Exit-Automation. Es geht ja grundsätzlich immer darum, sich das Leben ein bisschen leichter zu machen und eben auch nicht die ganze Zeit vor der Kiste rumhängen zu müssen, ja, mal ganz lapidar ausgedrückt, weil wie oft verschwendet man halt irgendwie Zeit oder löst dann irgendwie Trades mangels Geduld auf oder eben weil man dann glaubt, da geht es jetzt irgendwie nicht weiter und so weiter und so fort. Und das sind eben alles Geschichten, die man wirklich automatisieren kann. Und dazu zeige ich jetzt halt nochmal eben das Beispiel. Das war ein Trade im DAX. So, jetzt lässt er mich hier aber irgendwie nicht weiterklicken, warum auch immer. Das ist natürlich toll. Das kriegen wir schon irgendwie hin oder auch nicht. So, irgendwie will das hier nicht, warum auch immer. Nö. So, Präsentation ist gestorben. Moment, das kriegen wir schon irgendwie wieder hin. Vermute ich mal. Man kann mich hören, ja? Kann dich sehr gut hören und man kann auch die erste Slide sehr gut lesen. Ja, aber sonst irgendwie nichts. Da kommt, reagiert nämlich hier nicht. Moment, muss mal. Irgendwie hier reagiert gar nichts mehr. Das ist natürlich jetzt ganz schlecht. Ich kann hier tatsächlich nichts tun. Aha. Sehen wir schon Jetzt, mal ein. ja, jetzt passiert es. Ja, das war jetzt aber nicht der Plan, sondern das war der Plan. So, und vielleicht funktioniert es ja jetzt. So, genau. Hier Ah, sieht man super. es. So, also. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, Exit zu automatisieren, also den Ausstieg aus dem Trade. Und einer der bekanntesten ist wohl der Trailing Stop, wo es im Stereo Trader auch ein paar ja, also ganz spezifische Einstellungen gibt, wie man Trailing Stop eben halt aufsetzen kann. Da komme ich aber später zu. Ich zeige jetzt erstmal halt so eine Kombination, was alles halt machbar ist in der Exit-Automation. Und zwar war das hier zum Beispiel. Ein Beispiel, ein Trade im DAX, ja, Short, und es war irgendwie halt so eine ganz typische Nummer an einem Freitag. Ja, also man hat ja manchmal so Ideen, dass man irgendwie freitags noch irgendwie einen Trade machen muss, aber gut, also generell bei Freitag, das weiß glaube ich jeder, ist selten irgendwie gut, um da halt irgendwie zu später Stunde noch zu handeln, weil dann halt oft die Märkte so ein bisschen anders unterwegs sind. Aber nichtsdestotrotz, das hier war ein Live-Trade und ich hatte halt ein Setup dafür und ein Signal, dass das funktionieren sollte. Also habe ich das entsprechend auch aufgesetzt und bin halt davon ausgegangen, na gut, länger als eine Stunde wird es nicht dauern, vielleicht zwei.
Und was wir jetzt hier sehen, das ist zwar ein nachgestellter Trade, aber ich fand das Beispiel halt so treffend. Ich hatte den damals auch live gepostet und auch später noch besprochen und ich fand das Beispiel halt so passend. Und da wird sich sicherlich der ein oder andere auch wiederfinden. Also war, wie gesagt, hier im DAX und wie man sieht, ist das schon eine Zeit lang auch her. 10.266 stand da der DAX. Da würden heute gerne einige wieder hin, aber das sind wir noch ein bisschen entfernt davon. Und also wie gesagt, Short war halt die Idee. Und wie man hier sieht, und ich weiß, das ist jetzt hier ein bisschen kleiner auf dem Bildschirm, man soll es aber trotzdem erkennen können. Hier oben war halt mein Entry, ja, also hier ist meine Short-Position, hier ist mein Stop-Loss über den Hochs und ich wollte da unten hin, wo der Take-Profit liegt. So, jetzt habe ich natürlich dann die Möglichkeit, naja, ich bleibe halt davor sitzen und warte, bis das Ganze passiert ist oder ich automatisiere es halt. Aber erstmal eins nach dem anderen, also nochmal das Setup und hier ist halt Short, Stop-Loss, Take-Profit und hier wäre noch ein Teil. Rückkauf, ja, Rückkauf deswegen, weil ich bin ja Short, deswegen nenne ich es nicht Teilverkauf, aber ist vom Prinzip her natürlich das Gleiche. Einfacher Grund, hier war halt noch ein Pivot und sowas bremst ja auch schon mal ganz gerne und da wollte ich halt erstmal ein Stück von dem Trade und dann auch loswerden. So, jetzt ist ja das ganz normale Prozedere ist ja das, man denkt, naja gut, dauert nicht so lange, bin hier übrigens 15 Minuten Chart unterwegs und aber dann ist eine Stunde vorbei. Und dann denkt man, ja, so verdammt, 4 Punkte vorne und es bewegt sich einfach nichts. Volatilität im Keller, keiner handelt mehr. Und was macht man dann? Und das war halt auch so, wir waren damals also halt auch noch abends zum Essen verabredet. Ich weiß, ich habe das schon mal erzählt, vielleicht hat auch schon mal einer die Geschichte gehört, weil das ist halt einfach wirklich wahr. Ja. Und halt zum Essen verabredet um 16, 18 Uhr wollte ich halt eigentlich los. Aber jetzt dann nicht auch unbedingt da das Handy mitnehmen oder gar das iPad und dann halt irgendwie permanent da drauf gucken. So, aber das ist ja dann halt so der typische Effekt. So, in einer Stunde muss man los. Das Ding ist 4 Punkte gelaufen. Was ist, wenn der jetzt nochmal 10 Punkte zurückkommt? Dann stehe ich dann da und muss eine Entscheidung treffen. Und genau dafür gibt es eben solche Automationen. Aber das nächste Problem, was man dann hat, ist Freitagabend. Und da macht er auch irgendwann auch mal zu, ja, die Börse. Und man weiß ja nicht, wie weit läuft das Ding jetzt? Und das Ganze ist halt entsprechend automatisiert dahingehend, dass ich halt mehrere Sachen hier kombiniere. Zum einen habe ich hier einen Trailing Stop, sieht man jetzt hier leider nicht so gut. PLH Close heißt er. Und das kann man sich schon mal merken von der Logik, das versuche ich auch nachher nochmal zu zeigen. PLH Close heißt Periodic Low High, geht also nach fertigen Kerzen. Und würde den Trailing Stop immer dann nachziehen, wenn ein neuer, tieferer Schlusskurs entstanden ist. Ja, und dann auch immer über der Kerze, die den tiefsten Schlusskurs gemacht hat. Und das ist insofern halt schon sinnvoll, weil halt verschiedene Algos funktionieren halt nach dem Prinzip und es ist halt eben auch im Backtest funktioniert sowas hervorragend. Ja, also wenn der Stop dann irgendwann mal gerissen wird, ja, also. Und das wird man nachher auch sehen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, liegt bei über 75%, dass es auch erstmal kein neues Tief gibt, sondern ein weiteres Hoch. Und von daher hat man da halt so eine gewisse Verlässlichkeit und eben auch eine statistische Relevanz. Und so das Ganze ist halt aber, also der Trailing Stop andersrum würde dann anfangen, wenn dieser Punkt hier erreicht ist. Ja, man sieht hier, wo ich die Maus habe, sieht man halt so einen kleinen Strich. Und das ist der Trigger für den Stop. Vorher würde der also nicht anspringen, den habe ich deswegen hier hingelegt, weil ich dann zumindest mal unter den letzten Kerzen hier wäre. Ja? Und das heißt, dann hätte ich schon zumindest mal einen Anfang von der Bewegung und dann könnte man auch anfangen zu trailen. Soweit die Idee. So, was dann aber noch dazu kommt, ist, da ja, wie gesagt, der DAX dann eben um 22 Uhr schließt und könnte ja auch eben passieren, dass weder der Trading Stop gerissen ist, noch irgendwie der Take Profit, noch sonst irgendwas. Und aber es könnte ja sein, dass noch Orders drin liegen, ja, weil man sieht ja hier ist noch eine Order drin. Und im Normalfall bestünde jetzt ja auch die Gefahr, zum Beispiel, dass der Stop Loss hier oben dann halt getroffen wird, ich im Verlust rausgehe, dann geht der Kurs runter und plötzlich bin ich long, ja. Und das ist natürlich dann fatal. Vor allen Dingen dann irgendwie freitags oder das Wochenende dann long zu sein, ist vielleicht dann nicht unbedingt eine gute Idee. Und das ist ja auch nicht so eine kleine
Position hier gewesen. So, und deswegen gibt es noch den Time Exit hier an der Stelle. Den findet man rechts im Panel unter Auto Exit. Und dort kann man halt einfach einstellen, halt die Startzeit und die Endzeit. Und dann hier noch angeklickt ist, oh, das Löschen. Und dann führt es einfach dazu, dass egal, wo der Trade jetzt steht, dass ich halt definitiv um 21:59 Uhr glatt gestellt werde. Ja? Und das ist natürlich dann einfach an der Stelle auch nochmal eine recht verlässliche Geschichte, beziehungsweise einfach nochmal eine Unterstützung, dass ich weiß, okay, da muss ich mir jetzt nicht allzu viel Gedanken drüber machen. Das wird die Automatik dann halt schon regeln. Ja? Und das heißt, dann nehme ich halt einfach auch nochmal zusätzlich die Gefahr raus. Also wie gesagt, stellt man hier einfach ein. Die Handelszeit 8 Uhr bis 21:59 Uhr war hier eingestellt. Vor allen Dingen muss natürlich aktiviert sein. Das heißt, es muss also wie hier also grau unterlegt sein und Orders löschen ausgewählt, sodass auch wirklich alles weg ist, wenn die Zeit halt erreicht ist, beziehungsweise sobald ich flat bin. Ja. Dafür ist das Orders löschen, das bezieht sich nicht nur auf die Handelszeit. Wenn Orders löschen ausgewählt ist und ich bin flat, sei es im Stop-Loss, Take-Profit oder was auch immer, wird auch anschließend alles an Orders gelöscht, so oder so, egal, auch unabhängig von der Handelszeit, die hier eingestellt ist. So, und dann läuft die Geschichte, ist so angelaufen, 18:30 Uhr sah das Ganze dann so aus. Hier sieht man also, der Kurs ist runtergekommen, wie gesagt, sind 15 Minuten Kerze. Ab der Stelle hier wurde der Trading Stop aktiviert, das sieht man halt auch. Ja, wenn man hier jetzt halt mal sich da mal eine Linie runterdenkt, ab der Stelle hier war der Stop Loss vorher. Und geradeaus hier runter sind wir dann entsprechend in der Kerze. Da wurde der aktiviert und dann immer über dem Hoch der Kerze hinterhergeführt, die den tiefsten Schlusskurs gemacht hat. Ja. Was auch schon passiert ist hier, da war ja der besagte Pivotpunkt. Hier ist dann auch entsprechend gleich schon der Teilverkauf beziehungsweise der Teilrückkauf dann entsprechend auch gelaufen beziehungsweise gefüllt worden. So, und jetzt ist ja von der Situation her sieht das jetzt erstmal gut aus, aber wie gesagt, ohne den Time Exit, und das werden wir gleich auch sehen, in der Form gar nicht zu machen. Das heißt, hier kann jetzt erstmal nichts passieren, vorausgesetzt, ich bin noch da und habe noch Zugriff auf das Konto beziehungsweise halt die Plattform in dem Moment. Weil so sieht die ganze Geschichte nämlich am Ende aus. Wie man sieht, hier unten lag der Take Profit, der ist nicht erreicht worden, ja. Und der Trading Stop ist auch nicht getroffen worden. Das heißt, hier war halt einfach Ende. Hier war noch eine letzte Abwärtsbewegung hier im DAX und dann hat er sich hier in so einer kleinen Range dazwischen gefangen. Und wenn das jetzt natürlich ohne den Time Exit passiert wäre, dann hätte ich die Position mit ins Wochenende genommen. Und weil ja weder Stop Loss noch Take Profit getroffen gewesen sind. Und deswegen ist der Time Exit halt so wichtig. Das heißt, der hat mich hier, obwohl ich in dieser Range stand, obwohl nichts getroffen wurde, dann hat letzten Endes hat er alles aufgelöst um 21:59 Uhr. So, und vom Exit her war das auch soweit perfekt. Deswegen habe ich das hier auch so genannt, weil es halt einfach das jetzt hier das Ergebnis war, bezogen auf 25 Euro pro Punkt, bin ich halt hier mit 1118 Euro dann halt raus. Und wenn man das natürlich mal vergleicht dazu, wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein Stück zurückgehe, ja, also hier war ja der Anfang. So, wenn man sowas dann natürlich aus Ungeduld dann halt beendet oder weil man keine Zeit mehr hat oder was auch immer, ja, und dann hat man natürlich einfach den Faktor mit drin, den man ja einfach teilweise auch nicht braucht oder der halt auch mit einer der gefährlichsten ist, nämlich halt Ungeduld, also alles, was Emotionen und so weiter angeht, ist dann natürlich hier mit dabei, wenn man das so nicht macht. So kann ich das alles ausschalten. Und ich muss vor allen Dingen nicht irgendwie permanent aufs Handy gucken. Klar kann man zwischendurch mal drauf gucken und mal sehen, ob die Welt noch in Ordnung ist. Ja, aber ich muss nicht irgendwie irgendwelche Panikattacken bekommen beim Essen, wenn halt irgendwie plötzlich da halt irgendwas nicht läuft, sondern es ist halt auf diese Art und Weise halt vollständig automatisiert. Und das ist halt eins von den Dingen, wo ich halt sage, man kann sich das Leben halt damit wirklich halt leichter machen, ja, und so den Faktor Stress halt rausnehmen. Und ich meine, ich bin ja auch im Daytrading und kenne es ja von mir selber auch. Und das ist ja nicht nur aus der Theorie. Ganz oft macht man Sachen wirklich aus Geduld, aus Ungeduld und macht sie dann auch wirklich falsch. Und weil man ja halt einfach dann immer dazu neigt zu glauben, ja, so hier geht es nicht weiter oder
da ist ein Widerstand oder es wird bestimmt nichts mehr oder jetzt geht er bestimmt dadurch und so weiter. Das sind ja nur reine Vermutungen, subjektive Wahrnehmungen, die natürlich ja überhaupt keine Relevanz hat. Außer man macht das irgendwie schon vielleicht 10 Jahre, dann hat man da ein besseres Händchen dafür, aber im Allgemeinen verleitet das eher zu Fehlentscheidungen. Und deswegen bin ich da halt schon ein großer Verfechter davon, mit solchen Sachen zu arbeiten. Ich muss da tatsächlich sogar auch gestehen, ich habe oft erlebt, dass ich, wenn ich zum Beispiel Trades jetzt irgendwie angesagt habe in der Gruppe oder bei den NFPs, war es halt auch mal so, dass ich dann halt irgendwie gesagt habe, ja, komm, ich gehe jetzt hier raus, 100 Punkte ist die Geschichte gelaufen und reicht erstmal. Wo dann wirklich halt Anwender vom Stereo-Trader, die den halt auch regelmäßig einsetzen, dann halt aber stattdessen wirklich so einen Trading-Stop benutzt haben und dann letzten Endes dann halt irgendwie über 2, 3 Mal so weit damit gekommen sind als ich. Also ich bin da auch ein ganz großer Spezialist, das nicht zu machen. Und auch wenn es halt auf jeden Fall wirklich eine wirklich gute Geschichte ist und wo ich mich halt auch oft disziplinieren muss, sowas dann halt auch zu nutzen. Ja, und auch wirklich auch umgekehrt oft erlebt, wenn ich zum Beispiel was über Nacht habe laufen lassen und wenn man dann halt mit so einem Trading-Stop dann halt eben arbeitet und sieht man einfach dann morgens danach so, ja, hey, hätte ich im Leben nicht ausgehalten, rein von der Geduld her. Ja? Ich meine, da liegen ja auch dann irgendwie mal 6, 7 Stunden Schlaf dann halt auch dazwischen und was man so dann ohne weiteres gar nicht durchhält. Ja? Oder auch im Euro habe ich auch solche Geschichten schon gemacht, die dann teilweise tagelang sogar gelaufen sind. Mit so einem Trading-Stop dann eben halt im Stundenchart, weil die Automation sieht die Dinge ganz anders, als man das mit bloßem Auge oft erkennt. Ja, also wo man überhaupt gar nicht dann in dieser Form das wahrnimmt. Und deswegen ist das halt für meine Begriffe schon eine Geschichte, mit der man sich durchaus mal befassen kann und die einen, so würde ich mal behaupten, auch weiterbringt. Okay, so, dann versuche ich mal hier jetzt, ja, es ist halt hier leider nicht weitergelaufen, mal in den Chart reinzugehen und zeige mal auch so ein paar Geschichten, wie man das halt eben einstellt. Wenn nicht, würde ich jetzt hier mal auf das History Trading zurückgreifen. Dort kann man es dann halt vielleicht ein bisschen besser machen. So, ich bin also hier im DAO, wie man sieht, der jetzt aber hier nicht weiter runtergekommen ist. Schade, den hatte ich vorhin aufgemacht. Weil ich halt gehofft habe, der läuft hier noch ein Stück tiefer und den können wir dann erstmal damit verfolgen. Aber der steht jetzt hier fast genau auf Null. Von daher haben wir jetzt wahrscheinlich erstmal kein Glück. Ich bin jetzt hier auch im 15-Minuten-Chart unterwegs und das heißt eine Kerze hier 15 Minuten. Ich glaube, bis sich da jetzt was tut, das dauert ein bisschen zu lange. So, mach das dann entsprechend umgekehrt. Ich mach mal hier den DAX auf, da sind wir, können wir ein bisschen enger arbeiten und gehen mal hier auf den Minutenchart, wobei das natürlich hier längst nicht die Relevanz hat, wie jetzt mit größeren Zeiteinheiten. Aber trotzdem zeige ich es halt mal von der Logik, wie das machbar wäre. So, wir sind hier, einen kurzen Überblick verschaffen, generell den ganzen Tag short. So, das heißt jetzt nicht, dass der nicht auch mal andersrum laufen darf. Aber ich mache jetzt trotzdem mal hier, mache ich mal Short auf, einfach damit man es nun mal sieht. So, nur eine Position. Hier ein bisschen größer. So, ist natürlich jetzt alles, wie gesagt, nur auf der Minute, aber von daher jetzt aber auch nicht wirklich so relevant. Den Trading Stop, den ich gerade genannt habe, den würde ich gleich mal separat zeigen, damit man ihn ein bisschen besser sieht im History Trading. Hier jetzt erstmal generell Trading Stop. Wie stellt man das überhaupt ein? Also, wenn ich jetzt wie hier zum Beispiel halt eine Short-Position habe oder Short Trade, dann habe ich halt hier meinen Trigger. Ja, den kann ich halt verschieben, wohin ich auch immer möchte. Und damit bestimme ich halt ab wo letzten Endes halt überhaupt getradet wird. Ja, also es ist nicht wie im MetaTrader, wo man das ja, glaube ich, auch teilweise machen kann. Und aber wo ich dann einfach einen fixen Abstand von so und so vielen Punkten dem Kurs hinterherlaufe. Und das ist halt, ja, ich behaupte mal wirklich Quatsch, das so zu machen, weil dann kann ich genauso gleich glatt stellen, weil das ist halt einfach von der mathematischen Wahrscheinlichkeit,
eigentlich unsinnig, ja. Jetzt irgendwie im fixen Abstand irgendwo hinterher zu laufen, das bringt meistens nichts. Außer man erwischt wirklich gerade irgendwie einen Squeeze, der dann halt irgendwie durch die Decke geht. Und dann kann das halt schon mal funktionieren, aber in den meisten Fällen dann halt eben doch nicht. So, jetzt muss er hier natürlich genau in die andere Richtung krabbeln. Mal gucken, ob wir hier gleich noch irgendwas Sinnvolles finden. So, weil das ja sieht so ein bisschen flackig aus halt für nach Norden. Machen wir den mal zu erstmal. So, ich versuche jetzt das jetzt hier rumstochern, ja. Also mehr ist das nicht. Ich versuche halt hier nur so ein bisschen was in die Bewegungsrichtung halt irgendwie mitzubekommen. So, Long natürlich genauso. Das heißt, ich habe jetzt hier mal kurz Long aufgemacht und mal gucken, ob das funktioniert. So, und das heißt, wenn ich jetzt ab hier, wenn der Kurs jetzt hier hinkommt, dann würde er generell anfangen zu trailen. Vorausgesetzt, ich habe natürlich einen Trail auch eingestellt. Ja. Hier steht jetzt, bei Pool findet man das Ganze. Ich nehme den mal hier zurück. Ich glaube nicht, dass das einfach da durchläuft. Hier bei Pool. Dort findet man halt entsprechend neben Stop Loss und Take Profit, findet man auch den Trailing Stop. Und hier kann man verschiedene Sachen auswählen. Das sind die voreingestellten, die ich halt habe. Und voreingestellt ist jetzt erstmal nur straight. Das heißt, das wäre wirklich der ganz stupide Trailing Stop, wo einfach eins zu eins dem Kurs hinterhergelaufen wird. Ja, und dann drunter sieht man auch Trailing Begin BE. Das ist nichts anderes als der Wert, den ich hier einstelle. Sobald ich das verändere, verändert sich auch der Trailing Begin. Ja, das ist einfach nur, also kann ich auch hier genauso gut irgendwie sagen. So, 10 Punkte und dann sitzt das Ding halt da oben. Ja. Kann ich genauso gut machen oder halt eben, wie ich es hier gezeigt habe, mit der Maus verschieben. Das heißt, sobald jetzt hier der Bitkurs da oben hinkommt, würde im Abstand von 5 Punkten, das ist das nächste hier, getrailt werden, vorausgesetzt, ich habe den Trail auch eingeschaltet. Ja, so. Und ansonsten passiert da nämlich nichts. Man sieht es auch hier unten beim Stop-Loss, kann ich das genauso aktivieren, ja. Wo die sind einfach nur synchronisiert. Spielt keine Rolle, welches ich drücke. Das ist einfach nur deswegen so gemacht, wenn man halt so halt arbeitet, also hier das ausgeschaltet ist und dann habe ich trotzdem noch Zugriff darauf. Ja, deswegen ist das halt an beiden, beziehungsweise kann man das an zwei verschiedenen Stellen entsprechend halt machen. So, jetzt läuft natürlich hier genau erstmal in die andere Richtung, aber ist natürlich jetzt auch von der Rola hier um 19:24 Uhr, das ist sehr überschaubar. Das ist klar. Aber mal gucken mal, vielleicht kriegen wir irgendwann halt hier noch eine Aktivierung. Wenn nicht, muss ich nachher dann wirklich dann auf das History Trading dann halt wechseln. So, also wie gesagt, das ist halt, das muss halt eingestellt werden. Ab wo soll getradet werden und in welchem Abstand? Jetzt steht hier noch dabei BE, ja, Schrägstrich BE. Das heißt, man kann das auch anders verwenden. Man kann auch zum Beispiel sagen, na gut, ich trade nicht, sondern schalte nur BET ein, das heißt für Break-Even vom Trailing Stop. Ja, das heißt, in dem Moment, wo dann hier oben hinspringt, wird der Stop-Loss auf Break-Even gesetzt, ja, plus noch eine kleine Differenz, sodass der Spread drin ist. Das kann man aber auch einstellen, wie viel das ist. Und ansonsten würde da erstmal nichts passieren. Man kann das auch kombinieren. Ja. Ich kann ja jetzt auch sagen, zum Beispiel Trailing Stop ist nicht straight, sondern Trailing Stop ist zum Beispiel, dann kann ich hier mal einblenden, mal gucken, ob wir den überhaupt finden. Jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin halt ein Fan zum Beispiel von einem Moving Average, machen wir mit dem Thema 200. So, der ist jetzt natürlich ausgerechnet drüber. Versuchen wir einen anderen. Ich erkläre gleich, warum das hier, machen wir einfach mal 1000, keine Ahnung, wo der liegt. Der ist da oben. Okay. Ist vielleicht ein bisschen zu weit. Versuchen wir noch was. Noch irgendwie. Den kann ich nicht einstellen. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Also, jetzt mal angenommen, der Moving Average wäre irgendwie da oben. Ja. Und ich wähle hier aus EMA 200 und aktiviere dann mein Trail und mein Break-Even. Ja. Das heißt, wie gesagt, denken wir uns jetzt den bitte einfach nur mal hier oben hin. Mal angenommen, da, wo ich jetzt diese Linie zeichne, da wäre jetzt zum Beispiel so ein gleitender Durchschnitt. Ja. Ich
Ich mache das jetzt mal deswegen so mit dem kleinen Durchschnitt, weil es am einfachsten zu verstehen ist. Also das heißt, ich würde gerne trailen 5 Punkte hinter dem EMA 200. Und zwar ab da. So, wenn der jetzt aber dahin kommt, der Kurs, dann ist er ja noch nicht am EMA 200. So, das heißt, 5 Punkte drunter setzen kann der gar nicht, dann wäre ich ja sofort raus. Und aber in so einer Kombination kann man das halt eben machen, dass ich halt sage, na gut, wenn du bis hier hinkommst, ja, dann erstmal Break-Even absichern. Ja, also das heißt, den Stop-Loss auf Break-Even ziehen. Und sobald der EMA erreicht ist, bin ich dann halt eben mit einem Trading-Abstand von 5 Punkten unter dem EMA. Ja, und so kann man die beiden natürlich auch kombinieren. Was keinen Sinn macht, ist, wenn ich jetzt hier sage Straight und lasse die beiden an, das gibt ja gar keinen Sinn, ja, weil ich ja hier einen Trading-Abstand von 5 Punkten. Da oben würde er mir Break-Even stellen und trailen. So, das kann ja nicht sein, ja, weil mein Break-Even, der wäre dann halt hier irgendwo und der Trading-Abstand wäre da. So, also hat das Break-Even an der Stelle gar keine Funktion. Das heißt, man kann das kombinieren, man kann das auch einzeln verwenden, nur damit man das versteht. Also dieser Trigger ist immer für den Trading-Beginn und für die Break-Even-Funktion. Es gibt Trading-Methoden, bei denen macht es Sinn, sie zu kombinieren und bei anderen halt eben nicht. Ja, also hier bei Straight, also direkt dranhängen, macht es halt überhaupt keinen Sinn. So. Ich versuche jetzt, dass man hier mal ein bisschen zu forcieren. Keine Ahnung, ob das jetzt hier gelingt. Und damit wir überhaupt mal hier den Effekt bekommen. Also könnte jetzt schon sein, dass er da hochspringt, aber Long ist heute nicht so ganz einfach im DAX. Aber kann schon sein, dass wir hier mal ein bisschen Gegenbewegung bekommen. So, also so wie es jetzt eingestellt ist, Trade nach 6,8 Punkten, im Abstand von 5, kann man natürlich auch kleiner stellen, machen wir hier mit 1. Und würde jetzt aber nicht straight wählen, sondern mache jetzt mal zum Beispiel TA12. So, was ist TA12 jetzt schon wieder? Ganz einfach, genauso wie ich zum Beispiel einen gleitenden Durchschnitt auf Minutenkerzen wählen kann. Ja? Zum Beispiel 12er Durchschnitt auf eine Minute würde dann zum Beispiel so aussehen. Das kann man hier nur, ich gleich mal gucken, eventuell kann ich es doch visualisieren. Ich versuche es gleich mal. Also mal angenommen, ich habe hier irgendwie 12, so, und dann irgendwie auf die Minutenkerze und dann würde das halt zum Beispiel so aussehen. Ja, so, das ist mein 12-Minuten-Durchschnitt. Da hängt er jetzt irgendwie gerade dran und genauso wie ich das aber mit Minutenkerzen machen kann, kann ich das hier im Trail aber auch auf den Tick machen. Das heißt also auf jede Tick-Bewegung. Jetzt kann ich mal versuchen, ob ich das halt hier zeigen kann, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Muss ich gestehen, ob das hier alles richtig installiert ist. Ich versuche es aber mal. Vielleicht gelingt es. Hier sein. Na doch. Könnte funktionieren. So, jetzt haben wir nur hier keine Ticks, aber nichtsdestotrotz von der Logik ist es aber genau das. Das heißt, ich sehe hier, sehe ich jetzt jeden einzelnen Ticks, da ist jetzt nur nichts geladen, deswegen ist da fast nichts da. Man kennt das, diesen Tick-Chart auch zum Beispiel hier von da oben, das ist ja genau die gleiche Geschichte, hätte ich auch eigentlich gleich drauf kommen können. So, das heißt, hier habe ich jede Bewegung, ja, nicht, das sind dann nicht Minuten, sondern das sind die Ticks, also sozusagen jede Zuckung. Und genauso wie ich eben halt, wie ich das gerade gesagt habe, jetzt hier im Minutenchart zum Beispiel Durchschnitt setzen kann, kann ich das genauso im Tickchart. Ja, sieht man halt nur nicht, ja, aber das ist das, was zum Beispiel dieses TA12 bedeutet. Oder eben auch TA20, TA6 oder wie auch immer. Und das heißt einfach, dass ich da so eine gewisse Glättung drin habe. Und wenn man zum Beispiel schnelle Ausbrüche hat, und kommt ja manchmal weiter, als man denkt. Ja? Und so glaubt so, oh, jetzt fliege ich raus, weil er hängt so knapp da dran. Und man hat aber eben diese ganzen Haken, wie zum Beispiel sowas. Ja? Das würde halt dadurch ausgebügelt werden. Also wäre ich jetzt hier zum Beispiel halt irgendwie Short gewesen, was ich jetzt halt leider nicht bin. Und dann wäre das hier noch nicht mal ins Gewicht gefallen, ja? Weil der sich dann halt so ganz langsam
oder halt immer dichter halt eben an den Kurs dann halt anschleicht sozusagen. Das ist halt für Skyping ist es gut. Wir haben ja, glaube ich, nächste Woche ohnehin eine Session hier im Webinar mit Skyping. Und da denke ich, da werden wir den auch mal einsetzen können. Aber hier habe ich jetzt gerade so das Gefühl, hechle ich gerade irgendwie den Kurs so also ein bisschen doof hinterher. Das ist natürlich so ein bisschen schade. Aber da passiert wahrscheinlich heute eh nicht mehr viel hier im DAX. Ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Jetzt leider kurz wieder in die andere Richtung. Von daher werde ich da jetzt gleich mal umbauen auf das History Trading. Ja. Aber nur mal so generell, was eben das Prinzip angeht. Man ist also, hier stellt man halt den Trading Stop Typ ein. Da ist auch im Handbuch einiges beschrieben. Ich gehe das aber trotzdem mal kurz durch, was das ist. Also Straight heißt, ich hänge direkt an dem Trading Stop dran. EOP Straight lassen wir im Moment mal außen vor. PLH Peak, das ist das, was ich vorhin gezeigt habe. Das heißt, also beziehungsweise so ähnlich. PLH Peak würde bedeuten, er hängt sich zum Beispiel bei Long unter die Kerze mit dem höchsten Hoch. Ja, das erkläre das jetzt hier nochmal für Long. Für Short ist es natürlich genau umgekehrt. Das heißt, PLH Peak unterhalb der Kerze mit dem höchsten Hoch. PLH Close unterhalb der Kerze mit dem höchsten Schlusskurs. Priax, das geht nach Außenstäben, ja, also nach Definition von der Markttechnik, kann ich mich hier an Außenstäben orientieren. Das heißt, nur wenn ein neuer Außenstab kommt, wandert entsprechend der Trading Stop. Und dann habe ich hier noch PLH 1, 5, 7, was auch immer. Ja, die Zahlen kann man übrigens auch alle ändern. Das heißt einfach nur periodisch unterhalb oder oberhalb von einer Kerze, fünf Kerzen, sieben Kerzen, TA, Tick Average, also der Durchschnitt, wie ich ihn gerade erklärt habe, und dann zum Beispiel noch SMA und EMA. Ja, das hier sind jetzt die voreingestellten Geschichten, die kann man aber auch alle anpassen. Das zeige ich auch mal eben, wie das funktioniert. Und dann würde ich halt mal wechseln. So, entweder geht es noch ein bisschen hoch oder lässt es halt. Und zwar stellt man das hier ein. Das heißt, dass ich hier einfach klicke auf Setup, wie immer, und dann hier bei Trading. Und dort findet man diese Einstellungen hier, diese PLH Trading Perioden. Ja, also hier ist jetzt eingestellt, PLH heißt also nochmal einfach nur bezogen auf Kerzen. 157 ist hier einfach durch Semikolon getrennt an der Stelle. So kann man sich halt eine Liste anlegen. MA, also für die Moving Averages, für die gleitenden Durchschnitte. Dort ist eingestellt 12, 20, 50 und dann minus 21, minus 200. Ganz einfach, weil minus heißt exponentiell. Und ansonsten eben halt ein normaler gleitender Durchschnitt. Und dann hier nochmal auch den Tick Average. Das sind jetzt auch die voreingestellten Werte hier. 6, 12, 20. Ja, und das sind dann halt genau die Werte, die man hier findet. Ja, 6, 12, 20, 1, 5, 7 und dann unten die SMAs und EMAs. Und so kann man sich das halt einrichten, wie man das halt braucht für seine eigenen Zwecke. Und hat die dann hier entsprechend in der Auswahl drin. So, jetzt gucke ich aber gerade mal, da passiert irgendwie überhaupt nichts mehr. Na, vielleicht kriegen wir hier so ein bisschen Bewegung nach oben. Naja. Wir werden es gleich rausfinden. Wie gesagt, wenn nicht, dann wechsle ich an der Stelle. So, dann sieht man jetzt hier außerdem noch, sobald ich den Trading Stop aktiviert habe, das ist auch eine ganz häufig gestellte Frage. Wenn ich nämlich jetzt den Timeframe wechsle, ja, also bei hier bei TA spielt es keine Rolle, aber angenommen, ich sage hier PLH Peak, ja, das heißt, ich will unter der Kerze, die das höchste Hoch gemacht hat, und aktiviere den Trading Stop. Und dann bezieht sich das jetzt ja hier auf die 1-Minuten-Kerze, weil ich bin ja im 1-Minuten-Chart. So, und wenn ich jetzt aber wechsle, hier zum Beispiel auf 15 Minuten, dann bezieht sich das aber immer noch auf 1 Minute. Ja? Und das erkennt man einfach daran, was hier eingestellt ist. Dort steht nicht nur T oder TRL, sondern M1 heißt, der Trading Stop, der hier eingestellt ist, bezieht sich auf die 1-Minuten-Kerze. Umgekehrt natürlich ganz genauso. Ja, sieht man, wenn das deaktiviert ist, steht nur TRL dort für Trading Stop. Aktiviere ich das jetzt aber hier für 15 Minuten, steht dort M15. Ja, also einfach nur in dem Timeframe, wo ich bin. Aber wenn ich umschalte auf 1 Minute,
bis aber trotzdem der M15 da halt aktiviert, ja. Was ja bei allem, was halt eben periodisch ist, also alles, was irgendwie PLH heißt und sich damit halt auf Hoch- und Tiefperioden von Kerzen bezieht, ist das natürlich wichtig. Ja, an jedem anderen hier, wie gesagt, jetzt hier zum Beispiel bei TA oder so, ist es natürlich egal, ja, weil da ist ja der Tick entscheidend. Trotzdem steht aber immer dabei, in welchem Timeframe ich den Trading Stop aktiviert habe. So, hier tut sich aber überhaupt nichts. Deswegen habe ich ja vorher noch gesagt, wir jetzt auch gleich auch mal wechseln. Aber ganz kurz noch hier mit Auto Exit. Ja, das war ja das, was ich vorhin auch gezeigt habe. Dort steht entsprechend hier die Handelszeit drin. Ja, es ist nichts eingestellt. Kann ich aber jetzt einstellen, zum Beispiel 8 Uhr bis irgendwie 21:59 Uhr. Und sobald das aktiviert ist. Und dann passt es auch. Das heißt, dann werde ich dann entsprechend halt auch hier rausgeholt. Das war jetzt einfach nur mal nochmal die Ergänzung zum Trading Stop also die Ergänzung zum Trading Stop hier über den zeitlichen Ausstieg von der Geschichte. Da kommen irgendwie gar keine Fragen. Also entweder ist mein Mikro stumm oder ich erkläre das gut oder sind alle eingeschlafen. Also wenn irgendwie Fragen sind, bitte einfach einstreuen. Ja, ich weiß, das ist immer ein bisschen viel, wenn ich das irgendwie alles auf einmal erkläre. Das ist immer ganz viel Theorie und deswegen sollte man es natürlich schon verstanden haben, weil Sinn und Zweck von der Sache hier ist, auch das einzusetzen. Ich weiß vor allen Dingen halt auch, es sind viele gar keine Fans irgendwie von Trading Stops. Das höre ich halt immer wieder, weil man halt irgendwie der Meinung ist, man könnte irgendwie halt selber wesentlich besser bestimmen, wo man rausgeht und wo nicht. Und das mag in manchen Fällen stimmen, in vielen halt tatsächlich nicht. Ja, ich habe schon ganz, ganz oft erlebt, dass halt eben so, ich habe es ja vorhin auch genannt, wo ich dann irgendwie mit 100 Punkten raus bin und dann ein anderer mit der Automation dann aber halt irgendwie mit über 200 Punkten. Das ist halt auch wirklich keine Seltenheit. Und weil es einfach, wie gesagt, hat eine statistische Relevanz und es ist wirklich empfehlenswert, wenn man gerade irgendwie jetzt nicht nur im Scalping unterwegs ist und 3, 4 Punkte mitnimmt, sich wirklich sowas auch mal anzuschauen, weil der Markt sagt einem auf diese Art und Weise doch immer wieder recht gut, wo es denn entsprechend halt Sinn macht, rauszugehen und wo nicht. Also der Markt erzählt es einem, so merkwürdig das klingt, ja. Aber wie gesagt, es hat wirklich eine Relevanz und die liegt deutlich über 70%. Und das heißt, ich weiß einfach immer in dem Moment, wenn mein Trading Stop zuschlägt, dann da war die Entscheidung, die an der Stelle getroffen wurde, die ich ja gar nicht persönlich treffen musste, sondern die Entscheidung war dann halt einfach in 70 bis 80% der Fälle richtig. So, jetzt habe ich aber genug versucht, hier die Zeit mit Reden zu überbrücken. Es nutzt alles nichts. Ich gehe jetzt mal hier auf den Tester. Ah, jetzt passiert ja doch noch ein bisschen was. So. Mal gucken, hier oben, den sieht man ja auch den Tick. Ach komm, ich laufe jetzt ein paar Punkte weiter hier. So, mal gucken, ob wir bis dahin kommen. Das sind ja immerhin sage und schreibe 6 Punkte. Ist natürlich nicht so wenig. Aber vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Glück und es bewegt sich was. Ne, ist wieder eingeschlafen. Okay. Dann gehe ich eben hier auf das History Trading. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich hier genug Daten habe, was ich nicht weiß. So, mal ein bisschen, was kommt ja da? Jetzt haben wir hier noch das Ding drin vom letzten Mal. Ja, ist ja nicht schlimm. So, ich lasse das mal einen Moment laufen. 5 Minuten ist jetzt für Trading Stop jetzt nicht so, also für die periodische nicht so gut. Das macht eigentlich erst Sinn ab 15 Minuten. Wobei, ein Kollege von mir, der Heiko Behrendt, der ist da tatsächlich sogar auch auf 1 Minute damit unterwegs, also im DAO und hat damit gute Erfahrung. Der ist aber halt auch Highspeed-Scalper sozusagen und geht dann nochmal ein bisschen anders mit um. Also, aber auch dort scheint es irgendwie recht ordentlich zu funktionieren. So, mache ich jetzt hier erstmal ein bisschen. So, bremsen wir den mal aus hier. Mal gucken, ob wir hier was Sinnvolles finden. Um den Trading Stop zu visualisieren, übrigens gibt es hier in der Abteilung Indicators.
SteroTrader Tools. Dort gibt es ein Add-on, das heißt Trace SLTP, also Verfolgen von Hoch und Tief, vom Stop-Loss und Take-Profit. Und damit kann man das halt visualisieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Position aufmache, eben weg und ich verschiebe zum Beispiel den Stop, ja, dann sieht man hier immer genau, wie ich den Stop bewegt habe. So, ob ich das dann irgendwie gut gemacht habe oder schlecht oder wie auch immer. Ja, aber ich zeige jetzt eben mal hier erstmal, wie der Trading Stop überhaupt läuft. So, jetzt kommen wir nicht gleich da unten runter, wobei das etwas so aussieht. Aber egal. Und dann müssen wir den Zweifelsfall dann eben nochmal machen. So, ja, sage ich doch, ne? Kommt runter. So, nochmal hier, vielleicht fällt es tiefer. Okay. Das ist halt echt heute ein bisschen arg Vorführeffekt hier. Er will einfach nicht. Ich könnte ja einfach mal Short gehen. Vielleicht die andere Variante. Mal gucken. Ist natürlich jetzt hier in der Historie irgendwo rumstochern, ohne irgendwie jetzt einen Überblick zu haben. Das ist ein bisschen abenteuerlich. Nein, er will lieber runter. So, machen wir so rum. Ich mache den aber hier auch mal ein bisschen langsamer. Jetzt haben wir natürlich genau eine runde Marke. Das kann also nicht wahr sein jetzt hier. So, nochmal. Irgendeine werde ich schon finden hier. So, Gott sei Dank ist das hier kein Echtgeld. So, ganz mal ein bisschen verlangsamen. Also, genau das gleiche wie eben vorhin halt auch. Ja, das heißt, also hier setze ich meinen Trading-Beginn. Das ist hier alles ein bisschen zu schnell. Ein bisschen langsamer machen hier. Hier definiere ich meinen Trading-Beginn und sobald der erreicht ist, springt der Trade auch an, ja, sobald es hier halt aktiviert ist. So, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nur den TA nehme, also den Tick Average, wobei das jetzt hier vielleicht gar nicht so schön ist. Ich mache das mal, versuche das mal hier mit dem periodischen, also zum Beispiel mal PLH Close. Das heißt, jetzt dreht er hier mal ein bisschen. Immer die Kerze, die den tiefsten Schlusskurs gemacht hat, im Abstand von 5 Punkten. So, und zwar ab da, ja, ich sag mal aktivieren. So, bei meinem Glück hier heute, rennt er jetzt aber wieder ganz hoch, aber schauen wir mal. Ich hoffe, ich kriege hier einen zustande, das kann ja wirklich nicht wahr sein. So, komm schon. Es ist schon ein bisschen lustig heute. So, jetzt kriegen wir hier wahrscheinlich einen Reversal. Bin mal gespannt. Elena, machst du da irgendwas? Ja, ich habe den Markt spezifisch für dich manipuliert, damit dir ein bisschen langweilig wird. Ich fühle mich hier total veräppelt gerade. Ich versuche hier die ganze Zeit was zu erklären und jedes Mal läuft es hier genau andersrum. Das ist natürlich echt super. Jetzt macht er hier wirklich einen Reversal und geht nach oben raus. Ich versuche mal noch irgendwie so gut es geht, hier noch irgendwas einzufangen. Aber gut, es ist auch 5 Minuten. Das ist mit den Periodischen immer so ein bisschen schwierig. Also ab hier würde getradet werden. Das eine Bewegung hier hin. So, bei der Kerze, die das tiefste Tief gemacht hat. Aber wirst du sehen, wir haben hier einen Außenstab 5 Minuten, der knallt jetzt oben durchs Dach. So, das wäre nämlich hier ein typischer Scalping-Ansatz gewesen, jetzt hier long zu gehen für ein paar Punkte, aber okay. Vielleicht reißt das hier zusammen. So, jetzt haben wir es doch, ne? Also hier tieferen Schlusskurs gemacht, Trailing, der Stop kommt hinterher und hier wahrscheinlich noch die nächste, genau, tieferer Schlusskurs und so wird der Stop immer weiter hinterhergeführt. Wie gesagt, 5 Minuten hat es längst nicht so eine Relevanz wie jetzt irgendwie 15 Minuten oder halt eben Stunde. Von daher kann es jetzt hier auch mal ein bisschen schneller reißen. Und wenn man sowas macht, also wird ja auch oft gefragt, welcher Trading Stop in welchem Wert. Ganz klar, im DAX 15 Minuten. Für Short auf jeden Fall habe ich wirklich die allerbesten Erfahrungen mitgemacht. Und Euro, Gold und sowas, da eher halt dann auf Stunde gehen.
Stunde oder sogar 4 Stunden. Ja. Aber selbst hier hat man jetzt ja gesehen, deswegen nochmal, vielleicht kriegen wir den nochmal hier rein. Erstmal ein bisschen weg. Ja, aber allein auch hier das Add-on sieht man, das ist halt schon hilfreich, dass man einfach sieht, wie bin ich denn da halt überhaupt mit meinem Stop-Loss umgegangen. Also wie gesagt, jetzt hier bitte nicht werten. Ja. Ich versuche hier einfach nur, völlig ohne Konzept, jetzt einfach nur hier irgendwas zu erwischen, was halt irgendwie läuft. So, und jetzt sieht man ja auch, solange der Trigger nicht erreicht ist, Trailing Stop ist zwar aktiviert, passiert da auch nichts. Ja. Ich mache jetzt mal zum Vergleich den PLA Peak. Das heißt, hier würde sich einfach an die Kerze dranhängen, die den tiefsten, das tiefste Tief gemacht hat, nicht den tiefsten Schlusskurs. Ja, so, jetzt ist hier wieder der Trailing Stop aktiviert. Ein bisschen hoch. Und immer, wenn jetzt eine Kerze tiefstes Tief macht, und dann, genau, das tiefste Tief, und dann wird der Hals hinterhergezogen, und zwar oberhalb im Abstand von 5 Punkten. Ja, könnte man jetzt messen. Ja, also hier bis da sind genau 5 Punkte. So, jetzt hat die das tiefste Tief, da bis da 5 Punkte. Ja, so muss man halt einfach nicht raten, wo ist jetzt der Spaß vorbei. Oder wie hier zum Beispiel, oh, irgendwie bullische Kerze geht bestimmt hoch. Nö. Ja. Und so wird man wahrscheinlich jetzt auch hier sogar feststellen, also selbst in 5 Minuten, wenn man so klare Bewegungen hat, dass der relativ gut hier rauskommt. Also typisch wäre jetzt hier zum Beispiel auch mal irgendwie noch irgendwann ein kleines Tief dran zu hängen und dann halt tatsächlich nach oben zu gehen. Nicht unbedingt jetzt hier einfach nach oben rauszuschießen. So, mal gucken, ob das funktioniert. So, kriegen wir noch eins. Ja. Das sind alles solche Geschichten. Ich meine, das sind hier 5 Minuten normalerweise, ja, wo man sich zu Fehlentscheidungen verleiten lässt. Ja, so irgendwie, ja, jetzt hier irgendwie eine runde Marke, ja, also hier ist zum Beispiel 12.700 und dann irgendwie bullische Kerze oder hier ein Hammer, geht bestimmt hoch. Ja, so irgendwie beim Lehrbuch steht der Hammer geht long. Gucken, ich passe das jetzt hier sogar. So, das heißt, hier bin ich jetzt erstmal raus und dann sieht man jetzt auch, so, gibt erstmal keine weiteren Tiefs. Ja, hat jetzt sogar hier bei 5 Minuten funktioniert, sondern geht erstmal hoch. Das heißt, der Exit war dann super. Ja. Da musste ich nicht irgendwie jetzt drüber nachdenken, ist der Hammer hier unten sinnvoll oder was auch immer, sondern zack. Das ist halt einfach nach der Logik ist der jetzt gerissen worden. Und wie man sieht, schön tief weit unten. Mit dem kommt man halt wirklich in Bewegungen gut rein. Wie gesagt, jetzt hier 5 Minuten. Eigentlich ist hier tatsächlich eher Zufall. Besser wäre es auf 15 Minuten. Aber nur, dass man das Prinzip versteht, wie das Ganze funktioniert. Und was hier im History Trading immer so leicht aussieht, ja, darf man halt nie vergessen, das sind alles 5 Minuten. Und wie viel haben wir hier? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 10, 30 Kerzen, das heißt also irgendwo um die 2 Stunden. Und da kann man schon mal ein bisschen wahnsinnig werden. Ja? Vor allen Dingen, wenn dann zwischendurch irgendwas nicht weitergeht und dann kommt es wieder in die andere Richtung oder hier. Und dann trifft man eben schnell schon mal falsche Entscheidungen. Und das sind wirklich, dann ist sowas halt wirklich schon sehr, sehr hilfreich, wenn man dann eben sowas hat, wo ich dann eben auch weiß, okay, wie zum Beispiel an der Stelle, in 70, vielleicht 80% der Fälle gibt es da auch kein neues Tief. Ja, kann ich auch dann raus, mich da rausnehmen lassen. Muss nicht vorher raten. So, und sowas hier zum Beispiel, das ist ein bisschen größer, hier so ein Gebilde, ja, das ist einfach nichts. Nichts sagen. Also wer jetzt irgendwie geübt genug ist, zum Beispiel mit Markttechnik, der weiß, dass hier ist Firlefanz, was halt hier passiert ist. Ja, das ist einfach nur Innenstäbchen und sonst gar nichts. So, ich kann es jetzt auch mal umgekehrt versuchen. Versuche mal long zu gehen. Das wird aber nicht so einfach. Und den da irgendwie vernünftig zu erwischen. Ich mache den Stop-Loss erstmal aus, sonst werde ich hier wahrscheinlich jetzt permanent geschossen. So, jetzt haben wir hier eh Nachtkurse, sowieso Quatsch. Ist hier irgendwie 1 Uhr nachts, ist natürlich totaler Unsinn. So, das muss vorlaufen. Was jetzt hier sinnvoll ist, wahrscheinlich nicht. Mal gucken. Könnte funktionieren. Wir werden es rausfinden. Einfach ein bisschen vor. So, gehen wir hier oben.
So, dann mache ich jetzt zum Beispiel mal den Prax. Das heißt, der würde sich dann jetzt wirklich Außenstäbe suchen. Um das auch mal zu zeigen, wie gesagt, ich hoffe, das gelingt jetzt hier. Das ist wieder so ein Vorführeffekt wie vorhin. Kommt schon bestimmt irgendwann hier hoch. So. Dann schauen wir mal. So, Trailer aktivieren. Wie gesagt, Stop Loss lasse ich jetzt mal aus. Das will ich hier einfach nur da mal rausgeworfen. So, jetzt kann man sich das mal angucken. Ja, ist also aktiviert worden. Jetzt haben wir hier einen neuen Außenstab. Ja, das heißt, höher geschlossen, rund höheres hoch, oberhalb der letzten Kerze. So, das war keiner, das war ein Innenstab, deswegen hat es ja nichts bewegt. Der hängt ja innerhalb von der Kerze davor. Das hier ist nochmal ein Außenstab. So, die hier nicht, das ist Innenstab. Auch wenn der zum Beispiel einen Piekser macht, wieder drin landet, ja. Das hat auch nur einen Innenstab. So, jetzt kriegen wir hier wahrscheinlich wieder einen Außenstab. Entsprechend hängt er sich hier auch nochmal dran. So, da sind wir jetzt erstmal raus. Das kann zwar immer noch, nö, jetzt erstmal nicht. Hätte immer noch ein Innenstab werden können, aber so natürlich nicht. Ja, das ist ein Außenstab jetzt in die andere Richtung, deswegen ist er jetzt erstmal raus. So, wie gesagt, 5 Minuten nicht so relevant. 15 Minuten ist immer schon mal viel besser. So, aber nichtsdestotrotz ist auch hier jetzt erstmal Ende. Ne? Das heißt, es gab noch ein kleines neues Hoch, das war es dann aber auch. So schlecht war der Exit dann trotz 5 Minuten dann jetzt nicht. Ja, aber das ist zum Beispiel die Logik, die da dahinter steckt. So, da zeige ich einmal eben noch zusätzlich den EMA. Dann haben wir das jetzt hier auch mal. EMA 200. Das ist der einzige, den ich mir überhaupt angucke. Der manchmal irgendwie gar nicht so schlecht ist. So, hier würde ich zum Beispiel sagen: Ja, du hängst dich an den EMA 200 im Abstand von 5 Punkten. Ja, sobald der Trigger erreicht ist. Also das heißt, immer erst ab da, wenn der Trigger erreicht ist, ich ziehe den jetzt aber mal runter, dann kann er nämlich hier direkt anfangen zu trailen. Gucken, wie weit das kommt. Ja, und dann sieht man hier schön, dass der sich im Abstand von 5 Punkten jetzt zum Beispiel unter den EMA 200 hängt. So, das war jetzt halt hier nicht so wahnsinnig sinnvoll, aber es geht ja nur darum, dass man das Prinzip eben halt versteht, ja, was es damit eben auf sich hat. Okay, so und dann halt hier, wenn man schon gerade, ich gucke mal, ob hier irgendwas passiert ist. Ja, tatsächlich. Naja, nicht wirklich. So, gehen wir nochmal hierher zurück. Und entsprechend natürlich, also wer zum Beispiel an sowas wie EMA halt irgendwie glaubt und da irgendwie Vertrauen hat, und der kann sowas natürlich machen. Geht natürlich auch mit jedem anderen Moving Average, ja, habe ich ja vorhin auch gezeigt. Ja, hier sieht man es jetzt wieder. Läuft erstmal ganz nett hinterher. Das ist immer die Frage, wie weit kommt es? Beziehungsweise, weil sowas dann schon so ein Punkt ist, der irgendwie gerne mal angelaufen wird. Und wenn man in Trendrichtung unterwegs ist, kann man sowas schon mal machen, ja. Aber ich behaupte, es gibt cleverere Methoden zu trailen. Ja, aber jetzt hat man sich hier gesehen, auch nochmal entsprechend zeichnet hier halt dieses Plugin dann auch den Stop-Loss hier parallel zu dem EMA. Könnte man ja irgendwie mal durch den Backtest schicken und mal gucken, ob das irgendwas bringt auf diese Art und Weise. Dem Motto, sobald der Kurs drüber ist und dann irgendwie Trail eben danach und wenn er drunter ist und dann geht halt raus. Ja. Beziehungsweise so hat man halt mit dem Abstand dann ja auch noch die so ein bisschen Puffer hier mit 5 Punkten als Beispiel. Wobei, zack, ne, sowas passiert da halt irgendwie ständig. An so einem EMA. Ja, und gut. Also das wäre halt die andere Variante. Und ansonsten gibt es dann natürlich noch die Abteilung Straight und TA. Ja, ich mache jetzt mal hier den TA. Ja, das heißt also, sobald er hier ist, mit dem Tick Average, ja, also in dem Durchschnitt von den Ticks, die da kommen, würde er da halt trailen. Um ihm einen dazu zu geben. Gucken, wenn wir dann
eine Bewegung bekommen, die so ein bisschen halt ausbruchsmäßig ist, und dann kommt man damit eigentlich ganz gut zu Rande. Das ist aber hier irgendwie nur so Zacker, könnte aber hier schon gleich kommen, eine Bewegung nach unten. Ja, kriegen wir sie noch. Ja, gut. Das war jetzt halt hier nicht so schön. Im Live-Training sieht es natürlich immer anders aus, weil hier die Ticks ja auch animiert sind und nicht echt. Von daher kann es ja natürlich hier auch alles ganz anders laufen. Dirk, wir haben hier eine Frage vom Carsten. Die hast du die gesehen? Die habe ich gesehen, genau. Das war, habe ich im Auge, hatte ich ja vorhin auch schon eigentlich erklärt. Super. Mache ich jetzt, gehe ich nochmal gleich kurz auf einen Trainer. Hier kurz versuchen, den einmal vernünftig einzufangen. Klaro. Wie gesagt, weiß nicht, ob das jetzt hier gelingt. Nee. Das macht das, also mit dem, alles, was irgendwie tickbezogen ist, ist im History Trading immer ein bisschen schwierig. Auch die Limit Pull Back Order, die wir beim letzten Mal haben, da wird man im History Trading irgendwie nie so gute Ergebnisse bekommen wie im Live Trading, weil eben die Ticks hier oder die Reihenfolgen, ja, wie sich die Kerze innerhalb der Kerze bewegt, der Kurs innerhalb der Kerze, die ist halt emuliert. Mit anderen Worten, die ist erfunden, ja, erdacht und hat mit der Realität halt nicht viel zu tun. Und in der Realität baut sich eine Kerze anders auf und ab, als es halt hier der Fall ist. So. Ich gehe mal zurück hier auf unseren DAX Long an der Stelle, der sich ja tatsächlich 2 Punkte bewegt hat. So, und hier immer noch eingestellt wie vorhin. Das heißt also hier, TA6 ist hier eingestellt. Sobald er hier oben hinkommt, würde sich entsprechend, er macht es jemals, würde sich entsprechend, jetzt haben wir volle Stunde, da könnte jetzt schon was passieren, aber natürlich auch in die andere Richtung. Warten wir mal ab hier die 40 Sekunden. Mal gucken, ob das gelingt, weil es ähnlich wie wir beim letzten Mal hatten, beim hier im Webinar mit der Limit Pull Back Order, das war auch irgendwie zur vollen halben Stunde war das, glaube ich, da hat man natürlich meistens schöne Bewegungen. Und man kann ja hier mal parallel den Tick-Chart im Auge behalten. Und vielleicht gelingt es ja. Ja, also das ist jetzt eingestellt TA6, das heißt, TA6 ist vielleicht nicht so klasse, machen wir TA12. Das heißt, er bildet einen Durchschnitt von 12 Ticks, ja, also von den Dingern hier, und hängt sich dann entsprechend im Abstand von einem Punkt dahinter. So, der ist noch nicht getriggert, ganz einfach, weil hier momentan nur der Ask da drauf ist. Ja, ich brauche natürlich den Bid. Ja, ich bin ja long und will ja verkaufen. Und deswegen brauche ich an der Stelle natürlich den Bid. Ja, also das hier die untere Linie, obere Linie ist Ask, das sieht man hier auch immer sehr schön. So, damit da überhaupt halt mal das Ganze in Bewegung kommt. Aber hier ist halt komplett tote Hose. Keiner will den DAX kaufen. Ist auch verständlich, würde ich auch nicht wollen. Nicht heute. Von daher kann natürlich jetzt sein, dass es einfach hier runterkippt. Aber vielleicht das Glück hier mal kurz auf unserer Seite. Wir kriegen hier noch diesen einen Punkt wenigstens oder einen ganz kleinen Ausbruch. Und damit wir das mal sehen. Das ist ja wirklich überhaupt nichts. Das ist für diese Uhrzeit natürlich aber auch schon merkwürdig, dass gar nichts kommt. Ja. Das ist ja komplett tot hier. So, wenn nicht, mache ich das einfach. Und die eine Chance geben wir jetzt noch. Wenn nicht, hänge ich den einfach jetzt mal hier dran, manuell, und dann sieht man ein bisschen was. So, hier oben, wenn man da mal drauf guckt, ja, da sieht man halt diese einzelnen Ticks. Ja, und überall da, wo so ein Haken ist, ist letzten Endes halt ein Tick. Und darauf würde er halt den Durchschnitt bilden. Wie gesagt, kann man leider noch nicht darstellen. Das heißt, ich wäre hier wahrscheinlich irgendwo da so. Ja. So, jetzt passiert ja wenigstens ein bisschen was. Und falls es jetzt weitergeht, ja, ist jetzt hier angesprungen, ja, weil wir sind ja mit dem Bit jetzt drüber. So, falls es hier weitergeht, man sieht, der hängt nicht so direkt da dran, obwohl ich hier nur einen Punkt Abstand gewählt habe, ne? Sondern dann würde er direkt dran kleben. Sondern, weil er hier entsprechend halt einen Durchschnitt macht, schleicht er sich halt so ein bisschen rein. Ja, sonst wäre ich wahrscheinlich
schon da oben raus gewesen. Mal gucken, wie weit wir jetzt hier kommen. Das ist, wie gesagt, bei der Wohler nicht so ganz ohne. Ja, hat man gesehen, obwohl der jetzt hier zum Beispiel einen Punkt zurückgegangen ist, hängen wir immer noch drin. Und keine Ahnung, da jetzt noch was kommt. Aber es hat wirklich ganz oft so den Effekt, dass man halt damit wirklich weiterkommt, als man ursprünglich gedacht hat, obwohl nur ein Punkt Abstand da drin ist. Aber wie gesagt, jetzt heute bei der Rola kann es natürlich ein bisschen anders sein. Aber ich habe mal irgendwann auch eine Videoaufzeichnung dazu gemacht, wo ich den DAU halt geskypt habe oder beziehungsweise kurze Ausbrüche. Und da ist der teilweise, das war natürlich zwar ein außergewöhnlicher Markt, aber da ist der teilweise wirklich dann mit dem Trading Stop 20, 25 Punkte weitergelaufen halt noch. Ja. Und wo ich halt mit einem Direct Trail oder mit irgendwas in der Richtung so nicht da rausgekommen bin. Ja. Hier sieht man, der klebt, der hängt sich wirklich extrem dicht dran. Ja. Und das ist eben der Vorteil an diesem TA, also wie gesagt, dem Average, weil hier oben im linken Fenster sehen wir ja, ne? So, jetzt bin ich natürlich hier irgendwann raus. So, das heißt, hier geht es immer rauf und runter, das hat den aber alles überhaupt gar nicht tangiert, ja? Sondern weil der halt so eine Glättung halt drin ist. So, jetzt haben wir es wenigstens mal gesehen. Wie gesagt, bei der Wohler natürlich fragwürdiges Unterfangen, aber nur eben, um es überhaupt mal gesehen zu haben. Okay, so, da gibt es hier eine Frage von dem Holger. Wie kann ich die Zeiteinheit für den Trail wechseln im Nachhinein? Ganz einfach. Also wenn ich jetzt hier, ich mach jetzt einfach nochmal auf hier, ja, und wie gesagt, das ist ohne Sinn. Mal angenommen, ich wäre jetzt halt hier irgendwie im PLH Peak, ja, oder andersrum, ich gehe auf 15 Minuten, so, und will da PLH Peak. Und nachher stelle ich fest, hey, auf 30 Minuten wäre irgendwie eigentlich besser gewesen. Ganz einfach. Das heißt, ich wechsle hier einfach den Timeframe, den ich haben möchte, schalte es einmal aus und einmal ein und dann ist es auf 30 Minuten gestellt. Ja. Oder umgekehrt, 30 Minuten und sage, ich hätte lieber auf 15 Minuten, einmal ausschalten und wieder einschalten und dann ist es entsprechend auf den neuen Timeframe eingestellt. Okay, so, an Fragen kam ja irgendwie fast nichts, aber sind noch alle da oder fast alle da. Und von daher habe ich einfach mal die Hoffnung, dass ich das nicht allzu schlecht erklärt habe und dass dann halt jetzt auch vieles davon verstanden wurde. Wenn noch Fragen sind, dann bitte gerne jetzt. Ansonsten würde ich dann nämlich jetzt hier auch schon schließen. Also nochmal von meiner Seite, ich kann es wirklich nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, sei es jetzt im Scalping, ja, also Heiko Bärten zum Beispiel auch ein sehr gutes Beispiel, vorher auch nie Trailing Stops verwendet und seit er mit dem Stereofader arbeitet, mit diesem Tick Average und ist er halt ein ganz großer Fan davon geworden, ja, weil er einfach merkt, er kommt damit halt echt besser raus und weil es halt immer nochmal oder sehr, sehr oft einfach so ein paar Punkte oder manchmal auch viele Punkte extra gibt. Und ansonsten, viele Benutzer werden es auch bestätigen. Ich habe ja genug Beispiele auch dazu eben schon erwähnt, die es teilweise echt besser machen als ich selbst. Okay, dann bedanke ich mich an der Stelle für euer Dabeisein, dass ihr den schönen, fast sonnigen Abend heute dafür hergegeben habt, hier beim Webinar dabei zu sein. Freut mich natürlich immer sehr, wenn das Interesse groß ist. Danke natürlich auch an Elena und an Tickmill für die Einladung zu diesem Webinar. Wir sehen uns nächste Woche oder hören uns am Donnerstag. Bitte? Danke Elena. dir, Dirk. Hat heute Ach so. wieder Spaß gemacht. Wir hatten nicht allzu viel Erfolg wie letztes Mal mit dem Vorführeffekt, Ja. aber nächstes Mal vielleicht wieder. Ich habe hier 28 € verdient. Also immerhin, ne? So, jetzt für das hat Guter die Stundenlohn. was gebracht. Okay. Gut, Super. meine Ganz lieben Verabschiedung Dank an durch. alle, die mit dabei waren. Danke dir, Dirk, und bis nächste Woche dann. Bis nächste Woche. Freue mich. Ciao. Ciao.